Herzlich willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wochenreflexion vom 18.04. bis 27.04.94. Die erste Woche als Hausinnen-AGV-Vertreter, also Arbeitsgruppenverantwortlicher, dessen Vertreter für das Hausinnen drin. Mehr Verantwortung und mehr Arbeit. Bringt viel Spaß. Mittwoch hat mir der Hoffi einen Konflikt gemacht, weil ich aggressiv unterwegs war. Ich habe letzte Woche schon erzählt, warum und wieso, dass ich so aggressiv reagiert habe. Innerhalb von einer Woche kriegt man das halt nicht weg. Ich habe mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass es daran liegt, dass ich kaum Anerkennung bekomme. Ja, ich kann sie mir nicht im Plenum holen, beziehungsweise ich will es nicht, da mir der Applaus dort geheuchelt vorkommt. Er ist nicht echt. Also am Freitag, ich habe es das Ding reingeschrieben, weil halt viele Leute sich die Anerkennung dort geholt haben. Die haben einen guten Job gemacht und keiner hat es bemerkt, also haben sie es morgens angesprochen und alle haben Applaus. Oh ja, hast du ganz toll gemacht. Jeder hat diesen Applaus nur geheuchelt und deswegen wollte ich so nicht haben. Ich wollte echt die Anerkennung. Ich habe sie mir verdient, also wollte ich die auch haben. Tschub, kriegt man nicht. So ist das Leben. Das wisst ihr selber. Anerkennung ist sehr selten, dass man die mal bekommt, aber dann ist sie wenigstens echt. So, als am Freitag der Andreas abgehauen ist, ging es mir beschissen. Er ist das, was einem Freund am nähersten kommt und es tat mir ziemlich weh, als ich es erfuhr. Ich freute mich allerdings, dass er am Sonntag wiedergekommen ist. Aber ich habe jetzt ihm gegenüber ein großes Misstrauen. Ich hoffe aber, dass er clean geblieben ist. Auf meiner Gefühlsebene, was Frauen betrifft, bin ich extrem verwirrt. Ich weiß nicht genau, was ich will. Ich weiß nur, dass ich momentan im Stamm darüber nichts machen kann, da mir zu dem neuen Stamm Geschwistern das Vertrauen fehlt. Aber das wird sich mit der Zeit wieder aufbauen. Ja, Leute. Also es war so, dass wir da am Wochenende diese Veranstaltungen immer hatten, dass die Leute, die die Tür nicht öffnen dürfen, mit den Leuten, die schon Kontakt nach außen haben dürfen, spazieren gehen. Ja, damit das halt ein bisschen zusammenschweißt alles und damit man in die frische Luft kommt. Jetzt ist so, der Andreas war lang genug da, er musste da nicht mitgehen. Wir sind dann zurückgekommen und ja, Andreas war weg. Und das ist halt echt ätzend, du kommst zu dem Spaziergang zurück, bist ein bisschen gut drauf, hab wahrscheinlich gerade geflirtet gehabt wieder. Und ich gebe es auch zu, dass das gerade der Zeitpunkt war, wo mir bewusst worden ist, Katja ist nur so, wie eine gute Freundin. Wir haben uns super verstanden, wie Kumpels, wie Bruder und Schwester, aber mir auch nicht. Und da war andere, auf die hatte ich da schon mein Auge geworfen, aber ich habe natürlich gelernt aus den alten Einträgen hier, nicht mehr ganz so offen zu sein und das nicht heute die Polter zu erzählen. Weil die Therapeuten, dachte ich, sind mit Schuld drin, dass es dann doch nicht so immer geklappt hat, weil die halt dann plötzlich anders reagiert haben von heute auf morgen, als man normalerweise reagieren würde. Oder weil es dann Konflikte gab, wo auch das tatsächlich so angesprochen worden ist. Ich habe es halt nicht als Hinderung erkannt. Natürlich ist es eine Hinderung auf Therapie, wenn man eine Beziehung hat und diesen Beziehungsstress und alles. Und dann gerade wenn man neu und frisch verliebt ist. Mein Problem war aber, ich hatte halt so einen Notdruck anscheinend. Ich war ja schließlich schon längere Zeit wegsperrt und von Frauen separiert, sage ich jetzt einmal, sodass halt ihr Hormonhaushalt bei mir im Kopf auch nicht mehr gestimmt hat. Und dann ist man halt einfach nicht mehr her seiner Sinne und so weiter. Und das hat halt das Ganze erschwert, dass ich halt immer so vor der Nase etwas hatte, was ich da vielleicht kriegen hätte können, aber was man vielleicht auch das Ganze angenehmer hätte gemacht, aber dann doch nicht. Weil halt irgendwie äußere Umstände mir das nicht erlauben. Naja, falls ihr echt wissen wollt, jetzt kommt der Cliffhanger, Leute. Wer, wie, was, wo? Nächste Woche geht's weiter. Lasst mal einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, schreibt es mal in die Kommentare, würde mich freuen. Bis dahin, Peace!